Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Gerda, A Flame in Winter und der Geschichte von Liva. Wir sind mittlerweile bei der Kirche von Tinglev angekommen, weil wir uns hier mit einem Informanten treffen wollen, der uns hilft, den Widerstand nach vorne zu bringen. Wir haben auch schon Elgert Westergaard und Felix Stahl in die Kirche gehen sehen. Und wir wissen ja, dass Elgert Westergaard auf jeden Fall als Informant des Widerstandes fungierte. Wir wissen aber auch, dass das erst in der Hauptstory, also in der Zukunft, herausgekommen ist. Und daher können wir in diesem DLC gar nicht herausfinden als Liva, dass Elgert Westergaard den Widerstand unterstützt. Daher ist die Frage, wie kommunizieren wir mit ihm? Es ist wohl so, dass es einen geheimen Satz gibt, den wir sagen müssen. Und dieser Satz soll sich in einem der Gesangsbücher der Kirche verstecken. Da müssen wir aber jetzt noch erstmal gucken, wie wir überhaupt den richtigen Satz finden. Kirchenfenster. Das Licht im Innern sieht warm und einladend aus. Erinnert mich an die Kirche in meiner Heimatstadt. Okay. Vielleicht können wir uns hier auch nochmal die Gräber oder so angucken. Als Gerda ging das ja, aber es scheint nicht so. Also, der DLC ist hier um einiges linearer als das Hauptspiel. Wen haben wir da? Ach, der alte Karl. Er sieht aus, als würde er in den schlechtesten Walzer der Welt tanzen. Oh Gott, er ist kurz davor, sich zu erleichtern. Ich sollte besser verschwinden. Ja, in der Tat. So, da können wir in die Kirche reingehen. Hier wahrscheinlich nicht. Können wir hier lang? Doch, können wir. Nee, doch nicht. Aha, da ist ein Holzbrett vor. Ja, wir können uns hier leider nicht genau umsehen. Also da merkt man halt wirklich auch schon, dass es halt ein DLC und nicht das Hauptspiel ist. Wobei die Map ja da war, also sie hätten sich eigentlich, hätten sie das offener gestalten können. Ich bleibe hier und halte Wache, während ihr beiden hineingeht. Wenn irgendetwas geschieht, lasse ich es euch sofort wissen. Okay, Peter. Dann komm mal mit. Da ist Gerda. Holy moly. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Was ist los? Die Frau mit dem roten Schal. Das ist anders, Frau Gerda. Ah, klar, dass sie hier ist. Sie ist Deutsche. Nein. Was spielt das für eine Rolle? Sie darf nicht wissen, dass ich hier bin. Anders hat ihr gesagt, wir seien zusammen angeln. Wenn sie mich sieht, weiß sie, dass etwas faul ist. Dann lass sie angeln. Was für eine schreckliche Tarnung. Dann lass sie dich nicht sehen. Ja. Dann lass sie dich nicht sehen. Was? Geh und warte draußen bei Kesse. Ich finde die Nachricht allein. In Ordnung, pass auf dich auf. Ich muss dringend anfangen zu suchen. Wann gehen diese Leute nur? Ich kann nicht einfach so unbemerkt an ihnen vorbeischlendern. Endlich. Scheiße, ich habe dem Priester in die Augen gesehen. Nein, nein, komm nicht herüber. Oh Gott. Der Tratschmann schlechthin. Oh, ein neues Gesicht, wie wunderbar. Willkommen in unserem bescheidenen Sonntagsgottesdienst. Zu unserer bescheidenen Bitte an den Herrn. Unserem respektvollen gemeinsamen Morgengebet. Und mit wem habe ich die Ehre, Fräulein? Emily Skousen. Das ist ja unser Tarnname. Ach, tatsächlich. Nun, welch ein glücklicher Zufall. Ich habe den gleichen Nachnamen. Stimmt. Könnten Sie eine entfernte Verwandte von mir sein? Ich würde Sie gern anständig willkommen heißen, aber leider beginnt der Gottesdienst bald und die Pflicht ruft. Er seufzt schwer und ich kann nur schwer verstehen, was er dabei murmelt. Je schneller diese Leute die Andachtsstätte verlassen, desto besser. Aha, und warum? Puh, in Ordnung. Die Luft ist rein. Zeit, die Gesangsbücher durchzusehen. Der Gestapo-Inspektor Stahl hielt eine Rede. Eine gute Gelegenheit für mich, die Nachricht zu finden. So waren weniger Augen auf mich gerichtet. Ach du Scheiße. Ich muss diese Nachricht finden. Ach, wir sollen die jetzt einfach hier durchgucken. Psalmen, abgenutzt und oft verwendet. Ich muss diese Nachricht finden, schnell. Meine lieben Kirchgänger, der Winter legt sich über unsere Stadt und die Straßen sind mit Schnee gepflastert. Jetzt sehen wir, wie sich die Welt um uns langsam verändert. Und im Geiste dieser Veränderung heißt unsere Stadt die neuesten, Besatzer willkommen. Männer, die aus dem Süden gekommen sind. Das reicht erst einmal als Einleitung, Pastor. Es wird Zeit, dass ich mich direkt an die Bewohner von Tinglev wende. Ja, natürlich, natürlich. Ich werde dann...
Bürger von Tinglev, Bürger Roms, ich kenne den Ruf meines Amtes. Ich weiß, wie die Anwesenheit eines Gestapo-Beamten auf eine Kleinstadt wie diese wirken muss. Doch die Unschuldigen unter ihnen haben nichts zu befürchten. Ganz im Gegenteil, wir sind hier, um sie zu beschützen. Und ich bin ihr eifrigster Beschützer. Diese Leute haben etwas Besseres verdient. Ich hoffe, das kauft ihnen niemand ab. Verdammt, ich finde nichts Ungewöhnliches in diesem Buch. Ich muss weitersuchen. Was sollen da denn halt auch drin sein? Es ist ein Buch und da sind halt Sätze drin. Woher sollen wir wissen, was der richtige Satz ist? Mal sehen, ob in dem hier etwas drin ist. Scheiße, dieser Soldat da drüben. Sieht er mich an? Wie viele von Ihnen wissen, ist das Gebiet nördlich von hier zu einer Brutstätte des Terrorismus geworden. Skrupellose Herumtreiber haben die dänische Infrastruktur angegriffen. Um sich persönlich zu bereichern, haben sie ihre Züge überfallen. Sie haben sich an ihren Vorräten, ihrer Lebensgrundlage vergriffen. Und sie haben Angst und Schrecken in ihrer friedlichen Kleinstadt gesät. Ich muss ihn ignorieren und weitersuchen. Hier sind nur Kritzeleien drin. Nicht zu fassen, dass sie das in ein Gesangsbuch gemalt haben. Oh je. Was denn, ein Penis? Noch mehr Psalmen. Komm schon, wo ist diese verdammte Nachricht? Wir schrecken von nichts zurück, um die Sicherheit wiederherzustellen, damit auf jedem Hektar Jütlands wieder Recht und Ordnung herrscht. Moment, hier ist etwas. Sie fesseln und knebeln uns. Doch den Geist können sie nicht in Ketten legen. Diesen Refrain kenne ich. Das muss die Nachricht sein, die wir suchen. Ich bin mir sicher, dass sie als anständige Bürger uns dabei unterstützen werden. Zusammen sichern wir den Frieden. Hört, hört! Auf Frieden und Ordnung endlich! Hört, hört! Immerhin sind diese Idioten abgelenkt. Ich muss hier raus. Ja, nun, ich danke Ihnen für diese glühende Ansprache, Inspektor. Und da klappt erstmal das Kirchendach weg. Okay, wir haben also die Nachricht gefunden. Immerhin. Ich fand die Nachricht und ging danach draußen. Der Informant wurde kurz darauf folgen. Hoffentlich. Ah, Torben ist neu, genau. Torben Gellerup. Ein Freund von Peter und Anders. Er arbeitet als Fahrer und erledigt verschiedene Aufgaben für die Leute in der Stadt. Er ist zwar kein direktes Mitglied unserer Widerstandszelle, aber er hilft uns über seine Kontakte bei der Post, Waren und Nachrichten zu schmuggeln. Er ist von unschätzbarem Wert für uns. Die Gestapo. Die Gestapo, geheime Staatspolizei, war die Geheimpolizei Nazi-Deutschlands. Durch den Kooperationsvertrag hatte dieses Organ keine wirkliche Präsenz in Dänemark, bis im Oktober 1943 die dänische Polizei aufgelöst wurde und ihre Mitglieder verhaftet wurden. Nach diesem Ereignis wurden in allen großen Städten Beamte der Gestapo stationiert, mit dem Befehl, Recht und Ordnung zu wahren. Dabei wurden sie vom deutschen Militär und rekrutierten Dänen unterstützt. Ja. Die mussten aber auch ziemlich viel Personal gehabt haben. Ich meine, die waren ja in Deutschland auch aktiv und dann in Dänemark auch noch und in wahrscheinlich anderen europäischen besetzten Ländern auch. Wo kam denn das ganze Personal her dafür? Also entweder die Dichte an Personal war relativ gering oder sie haben jede Menge Leute gehabt, die es einfach grundsätzlich liebten, Macht auf andere auszuüben und hatten so deswegen einen sehr großen Andrang an Leuten, die bei der Gestapo arbeiten wollten. Ja, krass. Ist auf jeden Fall krass. So, dann besprechen wir uns mal mit Peter. Waynes Vertreter. Seine Augen sind raubvogelartig auf die Kirchentür fixiert. Ja, falls Gerda halt rauskommt, ne? Meine Güte, ich habe diesen Wichtigtour bis nach draußen gehört. Was für eine beschissene Rede, meinst du nicht? Jemand sollte ihm das Maul stopfen. Trotzdem. Die Gestapo in einer Stadt wie dieser zu sehen, wie ihr schicker schwarzer Schlitten durch die Straßen rollt wie eine Grinsekatze, das bringt mein Blut zum Kochen. Ich kann es kaum erwarten, die Infos von unserem Informanten zu bekommen. Dann können wir anfangen, gegen diese Nazi-Schweine zu kämpfen. Oh. Denk daran, warum du hier bist. Wir arbeiten auf etwas hin. Aber wir können nicht zuschlagen, wenn wir nicht bereit sind. Stimmt, stimmt. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Shh, ich glaube, da kommt jemand. Ich
zu fassen, was sie uns alles durchmachen lassen. Sie fesseln und knebeln uns. Doch den Geist können sie nicht in Ketten legen. Stimmt. Stormund. Ich hatte aber Sorge, dass sie nur irgendwelche Dorftrottel sind, die sich an den Gräbern zu schaffen machen. Und ehrlich gesagt ist es ein seltsamer Ort, um sich an irgendetwas zu schaffen zu machen. Die Woche war schon anstrengend genug, auch ohne ein paar mächtigeren Grabräuber. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Sie sind der Geleitschutz für den Eisfuchs? Ja, sind wir. Gut, dann komme ich direkt zum Punkt. Sie müssen ihn am Stadtrand treffen. Die Straße heißt Gammelgarde. Was? Gammelgarde? Okay. Kennen Sie sie? Ich kenne sie. Sie ist auf der Ostseite der Stadt. Zeit und Ort. Wir haben den Informanten die Information erhalten, wann und wo wir den Eisfuchs treffen sollen. Ist ja gut. Seien Sie um Himmels Willen leise. Was müssen wir tun, nachdem wir ihn getroffen haben? Sie müssen sicherstellen, dass er es zu dem Laster im Norden schafft, den wir für ihn organisiert haben. Das ist alles, was ich weiß. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe bei einer Komplikation. Der Informant schaut ängstlich zurück in die Richtung Kirche. Folgen Sie mir einen Moment, ja? Wir haben nicht viel Zeit, die Messe endet bald. Okay. Und was für eine Komplikation soll das sein? Gute Frage. Er wird es uns gleich vielleicht erzählen. Er stampft erbost mit dem Fuß auf. Also gut, ich habe meinen Teil beigetragen, oder? Ich gab Ihnen, was Sie brauchten. Ja, Sie haben etwas zu unserer Sache beigetragen. Stimmt, das habe ich. Also, dieser Bastard, der hinter mir her ist, er muss jeden Moment aus der Kirche kommen. Sie müssen ihn aufhalten. Verschaffen Sie mir etwas Luft zum Atmen, damit ich Zeit zum Untertauchen habe. Und welcher? Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist er auf diesem grünen Fahrrad dort unterwegs. Bin mir ziemlich sicher, dass das das Fahrrad ist. Wenn sie es manipulieren und die Kette kaputt machen könnten oder so etwas, dann habe ich vielleicht eine Chance zu entkommen. Das sind sie mir schuldig. Jetzt bin ich weg. Ich muss einen Vorsprung haben. Ja, schnell. Wenn dieser Mann sie verfolgt, haben wir keine Zeit zu verlieren. Mir müssen sie das nicht zweimal sagen. Okay. Der Kerl ist irre. Ich mag Detektivgeschichten wie jeder andere auch, aber was soll das? Wir haben etwa 2 Minuten, bevor die Gestapo aus dieser Kirche gestürmt kommt. Und das Auto des Beamten steht gleich hier. Wir sollten die Zeit nutzen, um das Auto zu sabotieren, nicht das Fahrrad von irgendeinem armen Mann. Der Informant ist ein großes Risiko eingegangen, verdammt. Klar, vielleicht ist er paranoid, aber was, wenn er recht hat? Wenn der Feind ihn in die Finger kriegt, könnte das auch unser Ende bedeuten. Und stell dir mal vor, was das für ein Chaos verursachen würde, wenn wir einen Wagen der Gestapo sabotieren. Natürlich ist es deine Entscheidung, Chefin. Was sabotieren wir, Auto oder Fahrrad? Der Informant hat uns mitgeteilt, wo wir den Fuchs treffen sollen, aber er war nervös und hibbelig. Er war sicher, dass er verfolgt wurde und wollte, dass wir das Fahrrad seines Verfolgers manipulieren. P. schlug vor, die knappe Zeit lieber zu nutzen, um den Wagen der Gestapo zu sabotieren. Ich sehe das auch so wie Kesse. Ich glaube, wenn wir den Wagen sabotieren, dann wird Felix Stahl dazu angetrieben, hier direkt eine härtere Gangart zu fahren. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht, dass die Sicherheitsstandards erhöht werden oder die Gemengelage hier sich so verändert, dass sie viel gründlicher nachforschen und so und der Widerstand dann auffliegt. Also wollen wir das Fahrrad sabotieren. Das könnte so ziemlich jedem gehören. Sollen wir dem Informanten vertrauen und an diesem Fahrrad herumfuschen? Ja, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen sich auf uns verlassen können. Sabotieren wir das Fahrrad. Selbst wenn der Wagen der Gestapo da einfach steht? Wir lassen uns eine einmalige Gelegenheit ergehen. Die Nazis sind nächste Woche immer noch da. Wir haben noch reichlich Gelegenheiten, sie später anzugreifen. Wie sollen wir das mit dem Fahrrad machen? Statuieren wir damit wenigstens ein Exempel. Wenn du unseren Informanten sabotierst, sabotieren wir dein Rad. Hä? Lasst uns... Werfen wir es aufs Dach, damit es die ganze Stadt sieht. Ist die Messe schon um? Ich muss wohl kurz eingeschlafen sein.
Ein Pfad aufs Dach zu werfen ist absurd. Ich habe eine bessere Idee, etwas subtiler. Brechen wir das Schloss auf und geben das Rad diesem Betrunkenen. Der ist so weit jenseits von Gut und Böse, der glaubt uns, dass das ein Geschenk ist. Dann kann er sich mit dem Verfolger herumstreiten und ihn beschäftigen. Und wenn der Mann unschuldig ist, passiert ihm nichts wirklich Schlimmes. Du willst den armen alten Karl so in Schwierigkeiten bringen? Wir sollten das Rad auf das Dach werfen und so eine Botschaft schicken, statt den Tag dieses Betrunkenen zu ruinieren. Wir werfen das Rad nicht, es ist entschieden. Es ist besser, ihn mit Alkohol zu überzeugen. Kannst du das überhaupt so hoch werfen? Direkt noch dissen? Naja, vielleicht doch nicht. Ich habe mich letztens an der Schulter verletzt. Ich rufe den Säufer her. Ja, ich glaube, das ist die beste Lösung. Hey, Kumpel! Ich habe ein Angebot für dich, wenn du Interesse hast. Ein Angebot? Bisschen komisch, sowas auf einem Friedhof zu erwähnen. Du bist nicht der Teufel, oder? Nein, aber glauben Sie mir, es lohnt sich für Sie. Ah, in Ordnung. Was kann schon passieren, wenn ich mir das einmal anhöre? Auf einmal läuft er ziemlich gerade. Also, was schlagt ihr dem alten Karl denn vor? Ich will dir dieses Fahrrad geben. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich muss es nur loswerden. Und du bist der Einzige, der sich die Nazi-Rede nicht angehört hat, also hast du es dir verdient. Nun ja, ich bin ein Musterbürger. Wird auch Zeit, dass ich mal Anerkennung bekomme. Na gut, ich nehme es. Mein Team hat das Fahrrad sabotiert, mit dem der Informant vermeintlich verfolgt wird. Vermeintlich. Es muss nicht mal richtig sein. Gern geschehen, gute Frau. Hauen wir einfach ab, bevor es noch schlimmer wird. Okay, dann tun wir das mal lieber. Es könnte auch das grüne Fahrrad sein, by the way. Also wir können uns da gar nicht mal sicher sein. Sie gibt uns etwas Deckung, eine Steinmauer. Zeit zu sehen, wie sich das entwickelt. Da kommen sie. Who's that? Hey, was machen Sie mit meinem Fahrrad? Was soll das heißen, Ihr Fahrrad? Das wurde mir gerade geschenkt. Es ist meins. Das ist es sicher nicht. Warum habe ich es dann in der Hand? Was? So funktioniert das nicht. Geben Sie es her. Mach ich nicht. Aber Sie müssen. Style drunk mache ich aber nicht. Okay, das hat ihn jetzt überzeugt. Aber Sie müssen. Klingt, als würde das noch eine Weile so weitergehen. Ich hoffe nur, Karl bekommt keine allzu großen Schwierigkeiten. Das Auto zu sabotieren hätte eine klarere Botschaft gesendet. Wir sollten einfach froh sein, dass wir die Spuren des Informanten verwischt haben. Und weil wir den alten Karl haben, bleiben keine offenen Fragen. Das war eine clevere Idee. Nicht sie weg hier, bevor uns noch jemand sieht. Okay. Wir haben das Fahrrad manipuliert. Und jetzt müssen wir als nächstes den Informanten aufsuchen. Den Eisfuchs. Also, beziehungsweise den Informanten haben wir ja jetzt, kommt der Eisfuchs. Freitag, 22. Dezember 1944. Over the next few days, we settled back into our routine at the inn. Annas and Bender had located and destroyed the papers incriminating the Snow Fox. All that remained was to receive the final go-ahead from the Freedom Council. Na, ist die Frage, wie lange das auf sich warten lässt, ne? Geile Kamerafahrt. Das dauert mir zu lang. Vorsicht! Deine Augenbrauen frieren noch zu einem Dauerrunzeln ein, wenn du weiter so finster dahin blickst. Entschuldigung, ich bin in Gedanken woanders. Ich schätze, dir geht momentan viel im Kopf rum. Ich hoffe sehr, dass du weißt, was du mit diesen Jungs anstellst. Die sind nicht wie ihr aus der Stadt so ruhig und gefasst. Sieh bloß zu, dass du sie nicht in etwas hineinziehst, mit dem sie nicht zurechtkommen. Wir kümmern uns umeinander. Das will ich hoffen. Ist es Nies? Ja. Ich bin zurück. Nies! Du hast wohl gedacht, du hättest mich zum letzten Mal gesehen, hm? Wenn es doch so wäre. Und wer ist diese junge Dame?
Das ist der Sperling, von der ich dir erzählt hatte. Ah, ja, natürlich. Ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Frau Sperling. Wer sind Sie? Ach, Nies ist mein Bruder. Er wird niemandem von dir oder deinen Freunden erzählen. Er würde weiß Gott nicht wollen, dass jemand ein Auge auf seine eigenen Schwarzmarktverwicklungen wirft. Stimmt doch, oder Nies? Ich bin vorbildlich diskret, ehrlich. Aber Schwester, du musst dir anschauen, was ich aus Abenra mitgebracht habe. Echte Gewürze. Jetzt ist Weihnachten aber gerettet, hm? Ja, stimmt. Aber wirf sie nicht einfach so auf den Tisch. Mach dich lieber nützlich und bereite den Glöck vor. Ich hab mir sagen lassen, das sei einfach Glühwein. Ist ja gut. Hab dich nicht so. Ich geh in die Küche. Midde macht sich wieder daran, hinter dem Tresen Gläser zu stapeln. Okay. Und was machen wir jetzt? Können wir aufstehen? Ich sitze hier schon lange genug herum. Ich sollte nach den anderen sehen. Naja, die Frage ist, was ist jetzt mit dem Eisfuchs? Weihnachten im Gasthof. Es fühlt sich nicht sehr festlich an. Wir warten auf grünes Licht vom Rat, das Signal, dass wir unsere Mission beginnen und den Eisfuchs eskortieren konnten. Die Warterei war eine Qual. Es fehlen nur noch zwei Charaktere. Einer wird der Eisfuchs sein. Mildes jüngerer Bruder ist ein gewiefter Schwarzmarkthändler und versiert im Umgang mit Schmugglern. Trotz seines zwielichtigen Verhaltens steht Nies seiner Schwester immer loyal zur Seite. Ein nützliches, aber gefährliches Werkzeug. Ja, okay. Der Weihnachtsbaum sieht doch ganz nett aus. Liebevoll dekoriert mit verschiedenen bunten Kinkerlitzchen. Nur noch zwei Tage bis Heiligabend. Es ist ja Advent. Die Seiten haben Eselsohren und sind über und über mit Backfett beschmiert. Ein Rezept für Marzipanersatz. Er ist damit beschäftigt, Gewürze zusammenzumischen. Entschuldigen Sie, gute Frau, kann gerade nicht. Diese Gewürze rühren sich nicht von allein. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Feuer? Ah, das soll ich gerne. Na, ich hoffe, das hebt die Stimmung nachher. Verdeckt den Eingang zu den hinteren Zimmern des Gasthofs, der Schrank. Öffnen wir ihn. So eine billige, so ein billiges Versteck, das, eigentlich hätte die Gestapo das super schnell finden müssen. Vor allen Dingen sieht man ja sogar den Rahmen der Tür, hinter dem Schrank. Immer noch nichts. Nee, ich dachte, dass ich vor einer Stunde etwas gehört hätte. Aber das war nur der Wetterbericht. Ah, Chefin! Anders sagt, dass es über Funk keine Neuigkeiten gab. Dauert so etwas immer so lang? Die haben uns doch nicht vergessen, oder? Du musst dir keine Sorgen machen, Peter. Diese Luft ist rein, Nachrichten brauchen etwas. Aber wenn sie dann durchkommen, wissen wir, dass wir mit der Mission beginnen können. Immerhin wissen wir schon, wo wir hin müssen. Der Informant, den wir am Sonntag getroffen haben, hat uns den Treffpunkt gesagt. Er hat uns auch gesagt, wohin wir den Eisfuchs bringen sollen. Das war eine brenzlige Situation, sehr geheim. Wir mussten einen Mann ablenken, der vielleicht den Informanten beschattet hat. Mussten uns sogar an seinem Fahrrad zu schaffen machen. Ah, ja, das hast du schon ein oder zweimal erwähnt. Aber ich wünschte, wir hätten den Wagen des Gestapo-Beamten demoliert. Gott, Peter, redest du immer noch darüber? Denk nur an das Risiko. Er stand direkt da anders, gänzlich unbewacht. Stell dir vor, welche Botschaft das gesandt hätte. Aber Kesse musste ja ein verdammter Spielverderber sein und stattdessen dem Informanten helfen. Und das war auch gut so. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Wie dem auch sei, wir haben die nötigen Informationen bekommen. Aber ihr habt das Hauptquartier der Gestapo infiltriert. Das muss so aufregend gewesen sein, da reinzugehen und diese Dokumente zu stehlen. Dokumente gefunden. Mein Team hat erfolgreich das Gestapo-Hauptquartier infiltriert und die belastenden Dokumente gegen den Eisfuchs gestohlen. Ich weiß nicht, Peter. Dort war auch ein Gefangener. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir ihm hätten helfen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Aber Bente hat darauf bestanden, dass wir uns auf die Papiere konzentrieren. War trotzdem eine riskante Operation. Bestimmt. Aber jetzt haben wir eine andere Mission. Oh, Chefin, da fällt mir ein. Kesse hat mich gebeten, irgendwelche Ausrüstung zu besorgen, keine Ahnung. Also habe ich das gemacht. Gute Arbeit, Peter. Danke. Ihr könnt euch das ja anschauen, ihr müsst einfach nur das Video pausieren, dann geht das. Vielleicht sollte ich mir einmal ansehen, was er gemacht hat. Meinst du, er hat was falsch gemacht? Nun nein, aber manchmal ist er etwas zu aufgedreht und übersieht Dinge. Sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ja, ich sollte vermutlich weiter den Funk abhören. Okay, Geheimnis von Anders, Präzision. Oho. Na schön, ihr alle.
Kommt zusammen und nehmt euch eine Tasse Glock. Das hilft, die Anspannung zu lindern. Das sehe ich genauso. Ihr könnt nicht die ganze Zeit wie Maulwürfe leben. Da werdet ihr noch verrückt. Jetzt trinkt aus. Prost. Hört, hört. Grundgütiger, das ist aber stark. Davon wachsen dir Haare auf der Brust, so viel ist sicher. Nies meinte, dass Liva da ihre Finger im Spiel hatte. Danke, dass du uns alle vor dem Wahnsinn bewahrst, Mitte. Bist ein Goldschatz. Naja, es ist nur einmal im Jahr Weihnachten. Und selbst in diesen dunklen Zeiten sollten wir nicht vergessen, Frieden und Freude in den kleinen Dingen zu finden. Weise Worte, Mitte. Ja, Buddy. Vielleicht hat sie recht. Ich habe ein paar Sachen in der Tasche auf meinem Stockbett verstaut. Ich könnte versuchen, die anderen etwas aufzumuntern, indem ich ihnen etwas schenke. Das haben sie verdient. Grammophon. Er spielt die englische Version von Der Scheffel 3. Ja, das kennen wir ja. Marlenes Stimme muntert mich immer wieder auf. Da haben wir Bente. Da haben wir den Lieferwagen. Da haben wir Anders. Die machen alle so ein bisschen ihre Aufgaben. An den Kanten franzt sie schon aus, die Tasche. Sicher ist hier etwas drin, das die Stimmung verbessern kann. Mal sehen. Da ist ein Fernglas. Wer das auch bekommt, wird sich sicher freuen. Ich habe auch eine Packung Zigaretten und ein kleines Stück Seife. Nicht so gut wie das Fernglas, aber beide nützlich zum Tauschen oder zum persönlichen Gebrauch. Ich glaube, da unten am Boden ist auch noch etwas. Eine Dose Kekse. Sie sehen etwas altbacken aus, sind aber bestimmt noch essbar. Das ist alles. Seltsames Geschenk. Wer die besseren Geschenke bekommt, ist wahrscheinlich eher geneigt zu plaudern. Kleiner Pappkarton. Einer der Ecken ragt unter Bentes Bett hervor. Hier drin ist ein Haufen von anders verworfenen Zeichnungen, aber es sieht aus, als würde Bente sie zu Postkarten umgestalten. Ein paar von Kesses leeren Gewürzgläsern liegen auch da herum. Sie wurden angemalt und mit diversen Muttern und Schrauben gefüllt. Wie findet sie nur die Zeit, noch so viel nebenher zu machen? Bente, ihr verkommt nichts. Sie findet gerne neue Verwendung für Dinge, die der Rest des Teams wegwerfen würde. Er prüft oft Peters Arbeit nach, will aber nicht, dass sein Freund davon erfährt. Wer von denen rauchte nochmal? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer davon raucht, leider. Wo ist Kesse überhaupt? Ist auch kein Mensch, ne? Sprengstoffnotizbuch. Anders hat alle möglichen Kommentare an den Rand geschrieben. Auf jeder Seite sind Schaubilder zu Sprengstoff. Ich blicke hier kaum durch, aber ich glaube, Anders hat versucht, die Anweisungen zu vereinfachen. Also, Bente mag Sachen, die andere sonst wegwerfen würden. Ich würde vielleicht... Wir müssen mal eben hier gucken, können wir auch hier raus? Sie scheint eine Art Inventur zu machen. Er ist ziemlich stark, aber Nies hat da fein Glück gemacht, findest du nicht? Er ist sehr gut, danke. Keine Ursache. Immerhin wart ihr gute Mieter in Anbetracht der Umstände. Da ist Kesse, da ist Peter, der mit irgendjemandem redet. Raucht Kesse nicht? Seine Augen funkeln, während er die Zeitung durchblättert. Das miese Schwein. Er kommt auch einfach nie zur Ruhe, was? Liest du wieder Comics? Schwein und Blume ist Kunst, meiner Meinung nach. Ich bewundere die Hartnäckigkeit dieses kleinen Kerlchens. Egal wie oft er scheitert, er gibt niemals auf und beschützt immer seine Blume. Das hat er deine einfach auf, besonders in solchen Zeiten. Es war schrecklich nett von Mitte, uns den Glöck zu geben und alles so schön zu dekorieren. Sie gibt sich wirklich Mühe, für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Das kann in Feierlichkeiten vom letzten Jahr allerdings nicht das Wasser reichen. Letztes Jahr war etwas ganz Besonderes. Diese Ente, die Vigo und du erschnort habt. Du hast den halben Tag damit verbracht, sie zu rupfen. Stimmt schon. Der Vogel hat mich fast dazu gebracht, aufzugeben. Es ist sehr schade, dass die anderen aus Kopenhagen... Naja, es ist sehr schade, dass sie nicht hier sind. Stoßen wir später auf sie an. In Ordnung, aber nur einmal, ja? Wie dem auch sei. Ich habe etwas für dich. Wir geben ihm die Zigaretten. Du hattest eine Packung übrig?
Schrecklich nett von dir, an mich zu denken, wo wir gerade reden. Weißt du, tatsächlich bin ich hier ganz in der Nähe auf die Welt gekommen, etwas näher an der Westküste. Ein Teil meiner Familie wohnt noch hier. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Das muss kurz vor dem Aufkommen der ersten Widerstandsgruppen gewesen sein. Weißt du, als die ersten paar von uns anfingen, den Nazis zu trotzen, während der Rest des Landes noch den Atem angehalten hat? Wie dem auch sei. Ich war ewig nicht mehr hier. Ich weiß nicht einmal, ob meine Familie mich noch erkennen würde. Vermisst du sie? Ab und an. Aber es war sehr viel zu tun in letzter Zeit. Ich hatte kaum Zeit, an etwas anderes zu denken als die Mission. Wobei, jetzt wo es richtig Winter wird, wer weiß. Vielleicht habe ich bald viel mehr Zeit. Könnte nett sein. Danke für das Gespräch. Okay. Die Zigaretten haben ihm auf jeden Fall schon mal gefallen. Ich würde Bente die Dose mit den Keksen geben. Warum? Weil sie vielleicht die Dose braucht. Sie sammelt ja offenbar Sachen. Und so eine Dose ist da doch ganz passend. Bente hält einen Becher Glöck in den Händen und beobachtet die Wirbel in der Flüssigkeit. Meine Güte. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt echten Zimt gekostet habe. Obwohl dieser Glöck es wirklich in sich hat. Das ist lustig. Ich weiß, es ist nur ein Getränk, aber endlich fühlt es sich in diesem Jahr mal etwas weihnachtlich an. Du hast diese Jahreszeit immer gemocht. Was soll ich sagen? Ich bin ein Feiertagsmädchen. Apropos Feiertage. Ich habe etwas für dich. Wir geben ihr die Dose. Ich habe keinen Hunger, aber danke. Mist. Das war das falsche Geschenk. Was hätte man ihr denn sonst geben können? Die Seife vielleicht. Geben wir jetzt anders oder geben wir Peter das Fernglas? Eigentlich müssten wir es Peter geben. Dann kann er nämlich spähen und fühlt sich wichtig und kann sich aus anderen Dingen raushalten. Seine rauen Hände bedienen die Knöpfe des Funkgeräts mit einer überraschenden Sorgfalt. Leider noch keine Neuigkeiten. Das Funkgerät hat vorhin Probleme gemacht, aber ich glaube, ich habe sie gelöst. Entschuldigt, dass wir gerade nichts Festliches hören können. Das würde etwas Leben ins Zimmer bringen. Aber wir können warten, bis wir die Befehle bekommen haben. Klar, wobei ich vielleicht... Vielleicht gehe ich nach Hause, sobald hier alles geklärt ist. Gerda macht heute Abend Frikadella. Ich kann vielleicht welche mitbringen, wenn etwas übrig bleibt. Dazu würde ich nicht Nein sagen. Du hast Glück, dass du zu Hause so eine schöne Mahlzeit bekommst. Genieße sie. Das habe ich vor. Aber da ihr alle an Weihnachten hier festsitzt, wollte ich euch etwas besorgen. Ich weiß, es ist nicht viel, aber mehr konnte ich in der Werkstatt nicht erübrigen. Danke, Anders. Ich habe auch etwas für dich. Für mich? Ich gebe ihm das Fernglas. Oha, lieber, das ist eine sehr nette Geste. Ich habe mein altes Fernglas vor einer Weile fallen lassen und die Linsen sind gesprungen. Das bringt meine Vogelbeobachtung wieder in Schwung. Stimmt. Stimmt. Aber lieber, bevor wir das Signal bekommen, wollte ich mit dir reden. Wir verbringen so viel Zeit mit Planen und Üben. Ich erzähle meiner Frau immer, dass ich in der Werkstatt bin. Aber ich weiß nicht, wie lange sie mir das noch abkauft. Das Geschäft floriert nicht gerade. Sie wird glauben, was du ihr sagst. Du wirkst nicht wie ein Mensch, der gerne lügt. Und genau deshalb bist du so gut darin. Ich lüge meine Frau trotzdem nicht gerne an. Ich habe Gerda früher alles erzählt. Was ich in der Werkstatt repariert habe, wenn ich auf dem Heimweg einen neuen Vogel gesehen habe, wie es den Hühnern geht. Ihr Dinge vorzuenthalten, widerstrebt mir so dermaßen. Du tust es, um sie zu schützen. Falls Gerda verhört wird, ist sie sicher. Es gibt nichts, was sie dem Feind sagen, nichts, was sie verraten könnte. Unwissenheit ist ihr Schild. Genau. Sie schützt Gerda. Denk daran, alles, was wir tun, selbst wenn wir Leute anlügen, geschieht aus gutem Grund. Danke für das Gespräch. Okay, sind wir mit Anders jetzt noch einen aufgestiegen? Oh, 5. Läuft doch. Bei Bente, wie gesagt, hat das jetzt leider nichts gebracht. Ja, dann gut, dann kriegt Peter halt die Seife. Ich weiß nicht, ob die Kekse für ihn besser gewesen wären, aber das wäre halt irgendwie... Ja. Er redet laut und ausgelassen mit Torben. Ach, das ist Torben, ich habe ihn eben gar nicht erkannt. Du denkst so viel nach, Peter. So selten das auch vorkommt. Oh, hallo Chefin. Beachte mich gar nicht. Ich habe plötzlich echt Durst. Ich denke, ich hole mir ein Bier. Überhaupt nicht auffällig. Chefin, jetzt wo Weihnachten ist und so, weißt du, ich dachte vielleicht... Naja, hier. Ich habe dir diese Jazzplatte besorgt. Für etwas Leben in der Bude.
Ich hoffe, sie gefällt dir. Das ist sehr aufmerksam von dir, Peter. Ich hätte dir ein Funkgerät besorgt, weißt du? Eines, das etwas besser ist als die Schrottkiste da hinten. Aber obwohl Westergaards Fabrik Funkgeräte herstellt, ist es fast unmöglich, eines aufzutreiben, das nicht auf dem Weg nach Deutschland ist. Der Gedanke zählt. Ach, keine Ursache. Ich wünschte nur, Westergaard wäre die Stadt wichtiger als sein Profit. Gibt es noch etwas, Chefin? Ja, ich habe etwas für dich. Dann geben wir ihm die Seife. Chefin, willst du mir damit irgendetwas sagen? Versteh mich nicht falsch, ich liebe es. Gute Seife ist, weiß Gott, schwierig zu bekommen in letzter Zeit. Für so etwas zahlen die Leute gutes Geld. Ich bin sehr froh, dass wir an Weihnachten alle hier sind. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Anders verändert sich gerade sehr, hm? Ich musste immer auf den Kerl aufpassen, aber jetzt... Er braucht trotzdem deine Hilfe, Peter. Er kann das gut, keine Frage, aber er braucht einen Freund, der ihn den Rücken frei hält. Den brauchen wir alle. Vielleicht, aber es ist nicht mehr, wie es einmal war. Ich kenne Anders schon seit wir kleine Knirpse waren. Er war schon immer ein weichherziger Kerl. Und was ist mit dir? Ich? Ich bin hart im Nehmen. Mein Alter hat mir auch nicht wirklich eine Wahl gelassen. Und sobald ich die Gelegenheit hatte, bin ich von da abgehauen. Das kann ich nachempfinden. Ach ja? Puh, entschuldige, wenn ich überrascht aussehe. Es ist nur so, du wirkst nicht wie eine, die Ärger mit ihren Alten hat. Oh, du hast ja keine Ahnung. Sie sind förmlich an die Decke gegangen, als ich ihnen gesagt habe, dass ich Kommunistin bin. Seitdem gibt es kaum noch angenehme Gefühle zwischen uns. Tja, es bringt nichts, bei Leuten zu bleiben, die einen runterziehen, oder? Jedenfalls danke für das Gespräch. Ich lasse euch mal allein. Es bringt nichts, bei Leuten zu bleiben, die einem kein gutes Gefühl geben. Das ist ein sehr guter Ratschlag, den sich viele mal zu Herzen nehmen sollten. Ich kenne so viele toxische Beziehungen und damit meine ich jetzt nicht so Liebesbeziehungen, sondern halt auch platonische Verbindungen zwischen Menschen, wo ich mir so einfach denke, Leute, warum tut ihr euch das beide an? Also das ist halt irgendwie, ja. Begebt euch, es zählt nicht, euch mit vielen Menschen zu umgeben. Es gewinnt keiner einen Pokal, wenn er die größte, weiß ich nicht, Freundesliste auf Facebook hat, wobei Facebook wird ja gar nicht mehr genutzt. Oder sonst was, sondern es reichen ein paar Freunde, wenn man genau weiß, dass die voll und ganz hinter einem stehen, egal was ist, und dass man die auch nachts anrufen kann und die einem aus der Patsche helfen, wenn Not am Mann ist und man das Gleiche für sie natürlich auch tun würde. Das sind die richtigen und die wahren Verbindungen und das sind auch die Verbindungen, die uns im Leben weiterbringen. Zusammenhalt zwischen Menschen ist in der aktuellen Zeit immer, ja, schwieriger und immer seltener, zumindest ohne, dass der andere Erwartungen hat. Ja, so eine Hand wäscht die andere und so. Es gibt einfach Leute, die machen sowas selbstlos. Und das sollte in einer Freundschaft auch so sein. Nicht, dass man einen Gefallen erwartet. Und das ist so wichtig heutzutage. Zusammenhalt zwischen Menschen. Und das, man erlebt es immer weniger. Es ist sehr viel Missgunst in unserer Gesellschaft. Sehr viel Zorn, sehr viel Wut, sehr viel Hass. Das ist nicht gut. Eine Entwicklung, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich unterbreche nur ungern, aber Anders braucht dich draußen. Anscheinend kommt auf dem Funkgerät eine Nachricht durch. Oh verdammt, du hast sie gehört, gehen wir. Ich hätte gerne mal die Jazzplatte aufgelegt. Er studiert den Schaum auf seinem frischen Bier aufmerksam. Ich nehme an, die Platte, die ich für Peter finden sollte, war für dich? Er hat nicht aufgehört zu fragen, ob ich sie an der Kontrolle vorbeischmuggeln konnte. Ist sie schon da? Kommt sie noch vor Weihnachten? Jeden Tag. Er wollte wirklich unbedingt, dass du sie bekommst. Das war sehr lieb von ihm. Ha, Peter und Lieb? Das ist ja mal was ganz Neues. Muss schön sein, solche Geschenke zu bekommen. Meine Familie hat in dieser Jahreszeit nie viel bekommen. Aber anscheinend macht die Weihnachtsstimmung alle etwas großzügiger, was? Ich habe leider nichts. Ich sollte jetzt los. Er blickt zurück auf sein Bier und wirkt etwas enttäuscht. Ja, na klar, man sieht sich. Ich sollte mein Team nicht warten lassen. Ja, leider hatte ich ja nichts. Wo hätten wir denn hochwertige Waren herbekommen können? Oder hatten wir welche und haben die abgegeben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Na, dann sag schon, was stand in der Nachricht? Wir haben grünes Licht bekommen. Ich wusste es. Der dänische Freiheitsrat will, dass wir morgen nach den Eisfuchs eskortieren. Wir sollen ihn um 7 Uhr abends treffen und ihn dann bis 10 zu seinem Fahrer geleiten. Anders lässt die Schultern sinken, nachdem er die Nachricht gelesen hat. Warum so ein langes Gesicht? Ich sollte den Abend mit meiner Frau und ihrer Familie verbringen. Du kannst Weihnachten mit ihr verbringen und was Gutes essen, während der Rest von uns im Gasthof fest sitzt. Das ist doch nicht schlecht, oder? Wir sollten unsere Familie nicht als selbstverständlich ansehen, Kesse. Zeit mit der Familie zu versäumen, ist ein großes Opfer. Jo.
Aber eines, das wir sehr zu schätzen wissen, Anders. Ja, ich nehme an, wir haben eine Mission, nicht wahr? Das ist die richtige Einstellung. Und was für eine Mission das ist? Alle haben sich zu mir gedreht. Sie warten darauf, dass ich etwas sage. Na gut, hört zu. Wir haben den Auftrag, eines der prominentesten Mitglieder des Widerstands zu eskortieren. Seine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Wenn wir Erfolg haben, dann haben wir einen mutigen Mann gerettet. Das ist unsere Chance, uns als Mitglieder des Widerstands zu beweisen. Der erste Schritt auf einen Weg zu größeren und besseren Dingen. Er könnte uns mehr Operationen in und um Tinglev einbringen. Wir könnten zur eifrigsten Widerstandszelle in der Gegend werden. Ihr seid alle tapfere Kämpfer. Und ihr habt mein absolutes Vertrauen. Wir werden den Eisfuchs beschützen. Hört, hört! Seid ihr bereit? Und ob? Wir sind bereit. Gut. Na gut, morgen ist der große Tag. Also genießt den heutigen Abend noch. Trinkt, singt und habt Spaß, solange ihr könnt. Seid euch bewusst, dass wir etwas bewegen werden. Und jetzt zieht ab. Alles klar, Chefin. Wir sind fast ausgeglichen jetzt mit allen. Das finde ich ganz cool. Sie wachsen langsam wirklich zusammen. Nicht ohne gewisse Wachstumsschmerzen, aber langsam geht es hier endlich aufwärts. Morgen ist der große Tag. Puh. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wie das ablaufen wird mit dem Eisfuchs und wer er letztlich ist.